Okay, und nach einer ultra kurzen Pause geht es hier weiter mit Alternate Virus of Ragnarok. Ich tue einfach mal so, als hätte ich das nicht mehrere Monate lang im Staub liegen lassen. Kisten plündern, los geht's. Hier, Schild 2. Hallo. Beachtet mich gar nicht, ich warte nur darauf, dass die Brücke repariert wird. Mal wieder. Mhm. Okay, ignorieren wir ihn. Stummes Mädchen ist stumm. Entschuldigt meine Tochter, sie spricht seit dem Tod ihres Vaters kein einziges Wort mehr. Außer Pünktchen. Offenbar. Ihr wollt durch die Höhle der Ahnen, nicht? Wie kommen Sie darauf? Und wieder werde ich Tomoya männlich sprechen, denn ansonsten bin ich hier nur am Kehlkopf flärmen. Ich kann es in euren Augen sehen. Diese Entschlossenheit hatte mein Mann auch, als er den Eingang der Höhle betrat und sofort von einem Stein erschlagen wurde. Hatte? Habe ich nicht gerade gesagt, er wurde von einem Stein erschlagen? Er kam nie wieder zurück. Meine kleine Yumi spricht seitdem kein einziges Wort mehr. Und es findet sich auch niemand, der seine Gebeine für ein Begräbnis herausholen möchte. Ich frag mich, warum... Tomoya kann auch stumm sein. Sie haben recht, wir werden durch die Höhle der Ahnen gehen. Sollten wir auf die Überreste ihres Mannes treffen, dann werden wir sie begraben, versprochen. Ihr würdet wirklich? Oh, wie kann ich euch dafür nur danken? Unmengen an Gold! Besorgte Mutter übergibt dir alte Klinge. Das war einst sein Schwert. Ich würde mich wirklich freuen, wenn er es wiederbekommen würde. Wir machen uns dann auf den Weg. Oh, wenn ihr zu den Höhlen wollt, dann lauft ein Stück weit den Berg hinunter und sucht einen anderen Weg hinauf. Der ist so offensichtlich, die anderen sind viel zu blöd, um ihn zu sehen. Ihr werdet ein Stück klettern müssen. Danke für den Hinweis. Du bist wirklich nett, Tomoya. Wer weiß. Ja, nett. So kann man es auch nennen. Und wir klettern. Diese Ranke können wir hochklettern. Ja, achte auf glitzernde Objekte. Oft ist etwas in ihnen versteckt. Oder sie helfen dir, Orte zu erreichen, die du sonst nicht erreichen könntest. Hm. Davon sehe ich später allerdings nicht mehr viel. Ah ja, genau. Feueraxt. Erstmal wieder ein paar neue Karten verteilen. Das ist auch was ich hier ein bisschen ausblenden sollte demnächst. Egal. Ja. Ich hatte das Spiel nochmal komplett neu angefangen. Mio wollte ich... Ich weiß gerade nicht mehr, welche Karten ich wem gegeben habe. Ah ja, okay. Dementsprechend werden jetzt auch wahrscheinlich die Deckkonfigurationen anders sein. Aber was soll's. So. Genau. Speicher nochmal und dann kann's losgehen. Und demnächst schneide ich den ganzen Spaß raus. Whoop. Ja, passt auf den Stein auf, der von oben kommt. Höhlen da an! Zutritt verboten! Wie nett. Hier sind wir richtig. Zutritt ist verboten! Ab nach unten. Hast du kurz eine Minute, Mew? Es ist nicht so, dass uns die Zeit hier wegrennen würde. Also im Grunde, ehrlich gesagt. Also, was gibt es? Kommst du mit der ganzen Sache hier einigermaßen zurecht? Ich habe kaum Kontakt zu meiner Familie, darum macht es mir weniger aus. Aber du hast eine Familie, die sich um dich sorgt. Du vermisst sie sicherlich. Es ist gut, dass ich mal ein wenig von meinem Vater wegkomme. Das ist eine echte dumme Sau. Auch wenn mir andere Umstände lieber werden. Wenigstens lerne ich dadurch auch die normale Seite an Tomoya kennen. Ansonsten ist er immer vollkommen durchgedreht. Ich komme damit zurecht, hoffe aber dennoch, dass die Sache hier nur vorübergehend ist. Tomoya hat sich stark verändert. Das kannst du laut sagen. Tomoya hat sich stark verändert! Okay. Vor ein paar Wochen noch war er... Sie... Es unnahbar. Soweit ich das mitbekommen habe, hat sie sich wegen ihrem Vater so abgekapselt. Ich habe jedoch nie verstanden, warum sie auch keinen Kontakt zu uns Mitschülern wollte. Nur Makoto kam irgendwie an sie heran. In welcher Weise? Schwesterchen hatte mit dem Leben, das sie führte, abgeschlossen. Sie wartete nur darauf, dass sie von Kyoto weg konnte. Schwesterchen? Oh, entschuldige, ich weiß nicht warum, irgendwie verhaue ich da immer was. Tomoya ist nicht wirklich meine Schwester. Ich habe für ihre Familie gearbeitet. Ja, so war das, glaube ich. Jedenfalls, als sie erfuhr, dass die Götter ihre Familie betrogen hatten und ihr Leben als Junge nicht mehr als eine Lüge war, da war sie erst einmal am Boden zerstört. Aber sie sah auch schnell die Chance auf ein neues, besseres Leben.
Sie hat sich schnell daran gewöhnt, dennoch erkennt man ab und an immer noch den Er in ihr. Man kann 19 Jahre eines Lebens auch nicht einfach so verbannen. Ich habe Angst, dass sie irgendwann mal der Belastung zum Opfer fällt und sich erneut versucht umzubringen. Scheint ja keine Seltenheit zu sein. Ich denke nicht, dass die Gefahr besteht. Ich glaube eher, dass ihr alles willkommen ist, was sie von ihrem alten Leben fernhält. Ich glaube sogar, dass ihr diese Reise in die Vergangenheit indirekt sehr angenehm ist. Eigentlich wollte ich über dich reden, doch dann sind wir doch bei Tomoya gelandet. Lass uns das Gespräch ein andermal fortsetzen. Tomoya wartet sicher schon auf uns. Ja, seit 2 Minuten. Gerne! Ich würde das nächste Mal auch gerne etwas über dich erfahren. Ich weiß nur, dass du in Tomoyas Familie als Hausmädchen gearbeitet hast. Wenn es dich interessiert, dann reden wir das nächste Mal darüber. Hallo, ich stehe hier sinnlos im Gang herum. Kommt ihr mal nach? Ich komme, Tomoya. Kanina? Indeed. Na gut. Truhen plündern. So, weitere Schild 2. Ich sammle erstmal Karten, bevor ich hier Decks umpflanze wegen jeder einzelnen. Ich werde hier wahrscheinlich ein paar Gegner überspringen, einfach nur, weil ich offenbar... Oh, ganz schnell hier Truhe aufmachen. Blitz 1, hä? Blob, geh mal weg. Danke. Da! Ah, nein! Ah, perfekt. Idiot. Muhaha. Weil ich hier schon Level höher bin. Und hey, Geld, eine echte Seltenheit hier. Na gut, jetzt heißt es wohl auch erstmal Deck umbauen. Und arme hilflose Fledermäuse töten, jawohl. Wow. Okay. Ja, Mio wird jetzt hier in dem Kampf äußerst nützlich sein. Da diese Fledermäuse mit Garantie Erde sind, man bemerke den braunen Ton. Und, ja, genau. Sie fast ausschließlich Donnerkarten hat. Wuhu. Ja gut, aber das ist ja nun meine Schuld. Weiter im Text. Bin mir nicht sicher. Ja. Mal schauen, ob sie es schaffen. Und... 48, verdammt. 2 HP. Naja. Okay, ach. Den Abschlusszug hätte ich... Das war jetzt Verschwendung. Egal. Wusch. Ja, Tomoya macht das natürlich locker. Als teils Windelementar. Ich habe diesmal wenigstens nicht vergessen zu heilen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und immerhin spiele ich hier auf normal. Es sollte mich also nicht unbedingt alles gleich umbringen. Obwohl, der Vorführeffekt. So, Gegner Nummer 5. Das wird sie wohl nicht schaffen. Na, mach erstmal hier platt. Bam. Bam. Das sollte reichen. Hoffentlich. Macht vielleicht wieder nur 48 Schaden, wer weiß. So einen kleinen Element. Ah, okay. Gut. Sehe ich ein. So einen Bonus nehme ich auch immer gern. Und halt. Halt! Ist eigentlich so gut wie egal, die sind fast gleich auf. Was? Na toll. Da habe ich die Kraft des Windes überschätzt. Ja, was soll's. Hm.
So, und den Kampf zeige ich auch nur, erstens, weil er wahrscheinlich einfach nur nervig ist und es 5 Gegner sind und zweitens, weil es ein neuer Gegnertyp ist. Ansonsten bleib ich bei der Philosophie, dass ich die Kämpfe größtenteils überspringe. Bosskämpfe ausgenommen natürlich. Tja, das war vorauszusehen, dass sie das jetzt nicht schafft. Immerhin hat Tomo ja schon mal gescheite Verteidigungskarten auf der Hand. So. Und ja, jetzt würde es locker reichen, um einen Gegner Platz zu machen. Aber vorhin musste ich ja unbedingt rumspielen. Und Tomoya für stärker halten, als sie eigentlich ist. Okay. Und wir ziehen aus Kiste Nummer 2. Eine Heilung 1. Das baue ich lieber sofort ein. Bevor ich's vergesse. Denn die ist doch mal relativ wichtig. Hm. Da müssen wir mal ein Eisschwert dran glauben. Dort unten ist eine versteckte Truhe. Das Adlerauge hat sie entdeckt. Und eine Feueraxt, okay. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang gehe, ehrlich gesagt. Mir scheint eher, als müsste ich da lang. Gehen wir also in die andere Richtung. Nochmal kurz schauen, was sich hinter Tor Nummer 3 verbirgt. Gar nichts. Das ist kein Durchgang. Okay. Oh Mist. Ja. Truhe, und da wir schon so schön drauf hingewiesen wurden. Gebäude. Diese seltsame Hausruine, die wir in der Höhle da angefunden hatten, barg etwas, das ich noch nie gesehen hatte. Steine. Die Wände in ihrem Inneren waren mit seltsamen Zeichnungen geschmückt, die aussahen, als hätte sie ein Zweijähriger gemalt, die mich hier und da an Ägypten erinnerten. Doch wir waren hier mehrere tausend Kilometer von Ägypten entfernt. Was ist das hier? Das erinnert mich ein wenig an Höhlenmalereien von Urzeitmenschen. Oder Zweijährigen. Nun, es ist eine alte Ruine, warum sollte es da nicht auch Höhlenmalereien geben? Ich weiß nicht, Steingebäude und Höhlenmalereien? Ja, das passt irgendwie nicht. Ich tippe dann wohl doch auf Zweijährige. Egal wie man es drehte oder wende, die Höhlenmalereien waren zu primitiv für das Steingebäude oder das Steingebäude zu neu für die Malereien. Was ist das für ein Stein? Er ist so glatt und die Bilder sehen irgendwie aus wie eingebrannt. Kanina? Schaut euch diese Bilder mal an. Ein Herrscher auf seinem Thron vor einer Menge seiner Anhänger, eine Pyramide im Hintergrund mit einem Auge. Illuminaten? Definitiv. Die Pyramide sieht anders aus. Vielleicht ist sie symbolisch. Und was ist das zwischen der Pyramide und dem Herrscher auf seinem Thron? Sah ein wenig aus wie eine Wolke mit zwei Beinen. So etwas sah man vielleicht in Videospielen. Aha. Aber das hier schien keinen Sinn zu ergeben. Vielleicht stellte es ein Monster dar. Zu abstrakt, ich habe keine Ahnung. Ich denke, dass es das Regime eines gottgleichen Königs darstellt. Oder eines Gottes. In Anbetracht der Dinge, die wir wissen, dass Götter existieren, ja, das könnte auch sein. Das Regime eines Gottes? Ernsthaft? Ja, ein Gott ist wahrscheinlich. Hier sieht man die Person Blitze schmeißen. Wieder das Auge, diesmal ohne Pyramide. Ist wohl wirklich keine Anspielung auf die Illuminaten. Kanina befühlte den Stein, als könnte sie damit die Geheimnisse dieser Ruine lüften. Vielleicht steht das Auge einfach für Sehen, dass dieser Herrscher alles sieht? Möglich. Jedenfalls scheinen hier die Untertanen und er gegeneinander zu kämpfen. Es kam also zu einem Bürgerkrieg. Ich hatte ein komisches Gefühl bei der Sache. Götter und Untertanen, die sich bekämpften, das kam mir sehr bekannt vor. Das hier verstehe ich nicht. Ein Mann und eine Frau. Was ist das dazwischen? Sieht aus wie... Definitiv, hundertprozentig, Gekrakel. Das Bild würde sicherlich Sinn machen, wenn wir wüssten, was es darstellt. Aber leider habe ich keine Ahnung.
Und ich kenne auch aus unserer Zeit keinen solchen archäologischen Fund. Also, ich persönlich wüsste ja schon, was das darstellt. Die Ruine wurde also noch nicht entdeckt? Oder sie existierte nicht. In dem Fall wäre es wirklich so, dass dies nicht unser Japan ist. Lass mich raten, es ist Eldorado. Atlantis. Mein Unterwäscheschrank. Ich weiß nicht, vielleicht ist unsere Vergangenheit einfach nicht so, wie wir glaubten. Schau mal, niemand weiß, dass es Götter wirklich gibt. Dennoch sind sie da. Sie hat recht. Hier scheint jeder zu wissen, dass Götter existieren. Bei uns sind sie aber nur ein Glauben. Sie könnten also noch andere Dinge verborgen haben. Zutritt verboten. Ich frag mich, warum das Schild davon stand. Wie dem auch sei. Wir kommen nicht weiter, wenn wir hier über ein paar alte Malereien grübeln. Es ist aber erstaunlich, wie viele Leute einfach so ein Schild nicht ignorieren, so wie Tomo ja. Damals waren die Leute noch pflichtbewusst und haben auf Schilder gehört. Lasst uns weitergehen. Ich möchte bald, so bald wie möglich diese Fraktion sehen. Okay. Aber wir gehen erst weiter, nachdem ich mein Headset wieder gerichtet habe.